all of these revisions combined make the berserker an extremely formidable subclass, and i think now really earns its place as the iconic subclass uh, for the barbarian. Mm -hmm. uh, that brings us to the path of the wild heart. path <laughs> of the wild heart is a beloved subclass, again formally called the path of the totem warrior. Uh, it continues to have, its associations uh, with different animal spirits, uh, but we've taken those beloved pieces and given the barbarian player who has this subclass even more flexibility than before. In 2014, when you got the three different features in this subclass where you chose an animal and the benefit associated with it, that was pretty much it. But we've now made it so that for two of these features, you get to choose the animal every time you activate your rage. And then the other feature that gives you a more sort of always on okay. uh, kind of ability that's not connected to your rage, you get to choose the animal associated with that feature every time you finish a long rest. We wanted to do this not only to give the player more choice points as they're playing. A wild heart, but we also wanted you to be able to lean deeper into this fantasy of connecting with these different primal spirits, uh, because we felt before you were kind of, well, I made this choice and but I never do again. Yeah, and we hm. really want you to have this feeling of like today I'm communicating with the bear. Yeah, but vor allem, muss man ja sagen, wenn du dich halt einmal da äh, Also, du hast halt meistens wahrscheinlich nur den Bär genommen, ne? Ich also, hat immer nur den Bär genommen, weil die anderen genau. die waren zu spezifisch in nur bestimmten mm. Situationen gut und das macht das gerade so OP. Mm. Das, das wird jetzt aber, also mit der Änderung finde ich mega, finde ich mega. Das ist wirklich gut. Ich meine, Bär wird wahrscheinlich immer noch einfach das Beste sein, außer es kommt jetzt noch irgendwas anderes. Ja, aber du das kannst das halt so dann wirklich in verschiedenen, ne? Also. Weil die ja auch gesagt haben, jedes Mal, wenn du rages, kannst du entscheiden, mit yeah, welchem, yeah. Mit, mit, welchem äh, Ding du ragen willst. Das heißt, du kannst ja auch einfach sagen, okay, Boys, ich ja. drop meine Rage, was ja, glaube ich, noch nimm als eine Action oder so, das, das erfordert ja gar nichts, seine Rage zu droppen, soweit ich weiß. Da, da, da. Ah, okay, man muss eine Bonus-Action benutzen, um seinen Rage zu beenden. Aber theoretisch kannst du dann halt sagen, ich ende meinen Rage und im nächsten, äh, im nächsten Ding rage ich wieder. Ja, und wähl dann, halt, wähl dann halt was anderes aus. Ja, du siehst schon, wenn der Fight beginnt, kannst du immer entscheiden, was brauchst du hier, was mhm. wäre sinnvoller. Mhm. Ja, finde ich, finde ich, finde ich wirklich, finde ich wirklich gut. Ja, sowieso dieses Entscheiden für immer ist halt immer. Das halt, äh, ja, das ist halt weird. Das also halt manche geht. Sachen kann man verstehen, okay, dass man sich da quasi am Anfang drauf festlegt und dann sagt, mhm. okay, den Weg, den gehe ich. Aber äh, wenn es halt um so Sachen geht, weil du hast halt ein, zwei, drei, vier, fünf, du hast fünf Animals immer. Und ja. du entscheidest dich für eins und das war's. Ja, vor allem bei der Bär, ja. Du musst eigentlich mal Bär gehen nach dem Motto, wenn du das Beste raussuchen willst, weil alles andere ja. bist du so spezifisch ja. oder nicht so wirkungsvoll. Ja, ja. ja. Und vor allem, also, du kriegst ja auch, wenn ich jetzt richtig sehe, kriegst du halt nur, sag ich mal, Stats dazu. Du kriegst nicht irgendwie zusätzliche Sachen, die du als Baba machen kannst. Wie zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den Berserker ansehe, der kann Frenzy gehen. Der kann hm. eine Mindless, also der kann halt selber äh, äh, quasi hier Frightened und Charmed auf sich beenden. Oder diese Intimidating Presence machen als Bonus-Action. Oder das Retaliation, wo er gesagt hat, quasi seine Reaction dazu benutzen, um wieder anzugreifen, wenn dich was gehittet hat. Das sind halt alles Sachen, die du machen kannst. Und als Totem Warrior, beziehungsweise Path of the Wild, oder wie sie es jetzt genannt haben, da bist du ja auf eins gelockt gewesen und du hast nicht wirklich irgendwie Sachen dazu bekommen, die du machen kannst, sondern einfach deine Form wurde halt stärker. Ja. So. Na gut, mag vielleicht auch Leuten gefallen, wenn die dann halt nicht 10, 10.000 Sachen dazu bekommen, sondern einfach nur, okay, meine Form wird halt geiler, aber ich finde halt immer, wenn du dann ein paar Optionen hast, auch Sachen innerhalb des Files zu machen, ist cooler. Ich Baba. ich glaube, mhm. da ist es net, mal ein paar Optionen mehr zu haben. Das heißt, ein bisschen ist so. was überlegen oder ist so. Abwechslung zu haben. Genau, ist so, denke ich auch. Tomorrow I might be communicating with the Eagle. Or with the lion or with the ram. Lion? We also ram? changed the animal names because That's we new. wanted to make it clear that mm -hmm. these choices are not connected to each other. We, In the 2014 Players Handbook, okay, we told you that if bear, you chose, either, elk, for instance, bear wolf. for one of the features, you were mm -hmm. not required to choose bear the, for the other ones. Not. But ah. we found that even though we set that, me, people so. seeing the same animal nice. name showing up often felt they had to pick the same one yeah. all the way through. So that's one of the reasons why we made it so that every single one of the animal options is now different. None of them repeat Perfect. Uh, so that it's super duper clear. You're in no way having to pick the same animal all the way down because now it's impossible to. Uh, now in the process, in addition to giving more flexibility, we also modified several of the options and the options at level six got particularly improved uh, we wanted to make them more useful to you in a typical adventure so now for instance if you pick salmon uh, uh, at level six you get a swim speed if you pick panther you get a climb speed and if you pick the owl you're going to have really good dark vision and we, again we wanted you to get some features at this level that would help you a bit more particularly mm -hmm. in the exploration tier of the game and early on yeah i am very excited for this new subclass uh, it is the path of the world tree mm -hmm. very much <laughs> rooted in and legends like that That's good and else. the path of the world tree like the path of the zealot, are both about the barbarian turning their gaze outward to the broader cosmos. the berserker and the wild heart both really lean into sort of the classic barbarian fantasy of primal power either within oneself or within nature, whereas the path of the world tree is about connecting to the world tree that in d&d, &D, just like in norse mythology, connects to all of the worlds of the D and d multiverse or you can choose path of the zealot to connect to gods and that's why I say those two subclasses are about again turning your gaze outward instead of uh, inward or to to nature and the path of the world tree because it isn't this isn't just a regular tree this is not you know a tree that's going to put just bark on you or something like mm. that this is the tree that connects one world to the other that's why uh, this path is especially magical among these paths at the highest level of the subclass is going to allow the barbarian to teleport uh, as the barbarian <sighs> 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 Andere Welten, ne? einfach Tippet. Ja, also. Ich bin echt, ich bin wirklich, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie der wird, ne? Also, ich bin so hart gespannt, wie der wird. Ja, Mensch, Papa. Nicht, Mal gucken, was er noch erzählt, weil das da ist ja jetzt quasi der endgültige. Wir haben uns ja vorher nur diese, äh, hier, ähm, Unearthed Arcana-Dinger angeguckt, die noch quasi Pre-Dinger äh, waren. Ja, weil nur so ein bisschen reingespickt wurde, Ja. Nicht. So alpha maßig und das ich ist ja jetzt fein. Hm. It taps into that extra-dimensional power of the tree, but it also uh, gives the barbarian ways to support their party uh, by uh, tapping into the vitality of this great tree to give themselves temporary hit points or give others temporary hit points it's a tank that makes everyone tank exactly mm -hmm. yeah. and that also gets at that this this subclass can really fill a different role in a group than say the berserker the berserker is really good at dishing out the hurt and really, any barbarian is. Yeah. But the but but the berserker especially leans into that. Uh, the wild heart can do that as well. But with the wild heart, you can you have a sort of menu of options to customize yourself. Path of the World Tree is really about leaning into uh, barbarian as tank, uh, because not only can you give yourself and others resilience, move yourself and your friends at high level through teleportation but you also have the really fun ability to use the roots of the world tree to point to your foe and yeah. say nope you're not running away come back <laughs> and, <laughs> yeah. and that, that has been an especially fun thing to see in playtests is this is the barbarian who is kind of the the worst enemy of the foe who wants to always run away. Yeah, it's the a nightmare. The barbarian is just like, nope, come right back here. Mm -hmm. Come over here, ability. Yeah. <laughs> mm -hmm. and, so, and so, really able to uh, help their party, and on top of it, they also gain an ability to extend their reach yeah. uh, with their melee weapons uh, by having like the roots sort of extending from their weapons to to make it even easier to hit someone far away, and the the world tree gives them the ability even to uh, uh, fiddle around with the mastery properties that they're using with their weapon strikes. Very hard barbarian to escape, but the hardest barbarian ever to escape. <laughs> <Yes>. <laughs> I can reach further, I can teleport to you, I can teleport you to me. <laughs> yeah. Again, at high level, I can teleport my whole party to you. <laughs> 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 Das ist wirklich ähm der ist der ist auch so ein halber Supporter Papa, ne? Also ja, muss der man der halt hat, einfach so sagen. Mh. Ja gut, hat ja Argument. der wird ja auch nicht dann so hart zuschlagen wie die anderen. Klassen wird ja immer so Tank Support wird dann. Äh, äh. Aber ja äh, fein aber aber na ja, das wäre das wäre definitiv aber wenn fein, der so wenn der Damage raushaut, aber dafür halt diese äh, support Supportlastigen Feature hat, ist ja auch komplett fein. Ja. Übel abartig. Mhm. Ah, übel, Alter. Also dagegen zu fighten. Das ähm, wird als DM richtig äh, richtig lustig und toll, yeah. wenn wenn der Barbar einfach so sagt: ah, Ja, nee, wegrennen ist halt nicht. Nope, komm hierher. Guck, guck mal, Mage, der sich sicher fühlt. Ah, <laughs> ja, guck mal, Mage, der der als Bonus-Action Missy-Step machen will. <laughs> nope. Nope. Du kommst mal schön hierher. Ach, ver verpissen ist einfach nicht bei mir. <laughs> Das wird das wird heftig. Und einfach so viel Info, die Files, vor, so, vor allem das so Ding will, ist. Das Ding ist ja auch. Ich gehe mal, geh mal schwer davon aus, das ist kein Spell oder so, den der benutzt. Das heißt, du kannst das nicht als Counter spellen. Der kommt einfach zu dir. Der Mage der, ja. steht einfach da hinten so auf so einer Anhöhe und denkt sich so: Haha, <laughs> Fireball, Fireball. <lacht> denkt er sich. Und dann die erste Runde. Komm mal zu mir. <laughs> du bist jetzt, du bist jetzt mittendrin. Dein Firewall kannst du nur casten. Fuck you. Das ist, ähm, ja weiß ich halt nicht, ne? Äh, ja, für die anderen luftig und für den, für den DM eine Qual, ja. DM, äh, ja. Uff, ich hoffe, ja. Es, ich hoffe, es gibt da dann so einige neue Monster, die auch so ein bisschen dagegen so countern können und und machen können, mhm. hoffentlich. Hm. It's like hello. The enemy, thought, the enemy thought they got away from the whole group, and and nope, the path of the world tree barbarian is like hi. Here we all are. Uh, so coming from Xanthar's guide, we've kind of imported the path of the zealot. This is the very divine focused. Yes. So path of the zealot is all about being a barbarian whose rage is rooted in the might of the gods. And this barbarian could choose a single god to serve, a whole pantheon, or just divine power itself. And this barbarian, just as they could in Xanathar's Guide, you know, they have their divine fury where they can deal extra damage, but we have done some redesign and enhancement in this subclass in the process of bringing it over from Xanathar's Guide. Mm -hmm. uh, one of the big changes was to the warrior of the gods feature which before basically just made it easier for you to be raised from the dead and um i i mean just full disclosure i am not a huge fan of when we make features that rely on you dying yeah <laughs> and so um, i had this, das, this feature yeah that's how leider auch gemerkt es ist nicht so geil, features zu machen die darauf basierend, dass jemand stirbt. Ähm, okay, werde ich gerade ähm, wirklich gar keine. Kein ja, Fall. nee, ich habe sehr, ja, ja, es geht vielleicht, ja. äh, um, vielleicht hat man es so gemerkt bei, bei Patrick. <laughs> uh -huh. Er würde gerne, er würde gerne droppen, aber <laughs> das ja. ist halt, äh, das ist halt schwierig. Das ist halt wirklich schwierig. Und da bin ich auch am überlegen, da halt äh, was zu ändern, weil das ist halt immer, das ist echt doof, das ist echt doof. Ähm, ja, sterben ist doof. <laughs> nee, nee, sagen. nicht nur, weil ähm, du willst ja eigentlich gar nicht down gehen und beziehungsweise ähm, wenn du halt dich, wenn du wie ein Barbar, ein Tank bist, der eigentlich nicht dafür gedacht ist, down zu gehen, sondern einfach nur extrem viel auszuhalten und als einziger dann am Ende noch da zu stehen und du hast halt aber ein Feature, das dich halt sterben lassen soll, also beziehungsweise, wo, wo du halt effektiver bist, wenn du vom Tod wieder herkommst oder wenn du tot bist, das okay. ist halt, das ist halt nicht gut. Das ist halt wirklich nicht gut. <laughs> Merken, ja, Sterben ist nicht gut. Ja, es steht, also dieses Warrior of the Gods ist halt, ähm, wenn, wenn halt, wenn du wiederbelebt wirst, dann hast du keine negativen Effekte. Oh. Ja. Und, ähm, und der, der dich wiederbelebt, braucht äh, keine Materialien zu verbrauchen hört sich dann sehr günstig an ja hört sich sehr günstig das an problem ist halt nur wenn du nicht down gehst dann nützt dir das feature halt nichts Ja, ja gut klar dann ist es halt useless nach jedem fall dich selber umgeklopft ja yes. damit das wenig iPhone, ja. wird genau ja schwierig um, and you now get a pool of dice uh, that you can use to heal yourself It's almost like having uh, your own version of lay on hands yeah. as a barbarian, but unlike the paladin who can use that ability to heal others, this feature is a bit more selfish and yeah. is all about keeping this barbarian in the fight, as they channel divine power and just keep going and going and going. We also took mm, a look at the sense. fanatical focus the feature that again. the zealot had before. Uh, it gave the barbarian nope. a reroll. And as we've done with several other reroll abilities in the new player's handbook, we now also give you a bonus to the reroll. Uh, we wanted to increase the likelihood that if you use this feature, that it will have a better chance of turning a failure into a success. Now the, the area where we did the most redesign is in the capstone ability. Uh, at level fourteen, you now get uh, Rage of the Gods, and it no longer requires you to drop to zero hit points to gain its benefit. Because this was th unfortunately the zealot previously had two features that relied on you <laughs> dropping, <laughs> great, or yeah. or in this case avoiding dropping uh, to be activated. Now instead, you can simply activate the Rage of the Gods when you activate your rage. And it gives you various divine powers while it's active. You can fly uh, for what? a certain amount of time, really tasty damage <laughs> resistance, uh, and you also now have the ability to thwart other people's deaths. So if other people are dying around you, you can use your reaction and you can try to save them. And so you now also can provide some of your survivability. To others around you, and so again, there's a little bit of paladin here, but with a distinctively barbarian flavor, because it's still at its heart, the zealot is about dishing out a whole ton of hurt. And that's it for the barbarian. That's it. I mean, it's, it's a it's a lot. It's a lot of, <laughs> of new fun, yeah, uh, for our our rage friends, uh, and I can't wait uh, to play <laughs> a barbarian again using these new options. The new players have. Also, ich habe vieles erwartet von Barbar, aber keinen fliegenden Baba, der. Ich wollte gerade sagen, ähm, hm, ähm, fliegender, fliegender Baba, äh, okay, okay, ähm, okay, das, ähm, ist aber halt. Wenigstens eine Support-Fähigkeit hat. Weil es anderer tut, das ja auch nicht. Das ist, das ist cool. Aber halt Argument, auch wieder. kann es versuchen. Also, das genau, ja, das ist kann. Nichts, genau, nichts es, ist ist nichts, es ist nichts sicheres, was ich auch gut finde. Ja. Aber das ist halt auch sehr. Ähm, das ist dann aber auch, auch sehr Paladin-mäßig, ne? Also, wie er ja, auch war, gesagt ja, mehr, hat, ja. ähm, muss man dann halt muss man dann halt gucken, wie es sich anfühlt. Aber so ein fliegender. Was? So fliegender das hört sich echt weird an, dass er plötzlich irgendwie so Flügel bekommt und dann einfach so <laughs> hochsteigt und dann so eine Holy Aura von so einem Barbaren ausgeht. Ja. So, so, hui. Aber gefühlt machen die ja doch jetzt immer öfters dazu, so immer Klassen holen und immer so kleine Feature von anderen Klassen so dabei machen. Mhm, ja. So dass man wirklich von allem so ein bisschen was kann. Ja, 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 Wenn ja ist, ist richtig. Nur in eine Richtung geht. Ja ja so dass alle so ein bisschen was haben das ist das ja. ist wahr wobei ja. also ich muss jetzt sagen die wo mir am besten gefallen hat ist halt ähm, hier äh, Path of the Wild also jetzt äh. Vorher, äh, sich, äh Warrior Totem äh, Totem äh, Warrior und der ähm, Berserker ja ja gut der, der klassische genau also und, Classic, und maybe noch den Path of the World Tree einfach nur um zu gucken wie er ist weil der hört sich halt ja. wirklich der hört sich witzig an. Der hört sich echt plötzlich, witzig, witzig an. an. Aber wahrscheinlich hart gewöhnungsbedürftig, wenn du wirklich einen Barbar spielst, aber plötzlich nicht den krassesten Damage raushaust. Ja, sondern oder die alle quasi. Ja gut, du hältst die halt alle bei deiner Truppe. Ja. Ist halt echt lustig. Gibt's ja auch Und in. War das nicht in Diablo 3, wo der Barbar auch so eine Zusammenziehfähigkeit hatte? Oder war das der, war das der Paladin? Ich weiß es jetzt gar nicht mal. Ich glaube, es war der Barbar. Der Barbar konnte so alle zusammenziehen, sodass dann halt äh, die ganze Gruppe an direkt mehreren Mobs halt Damage machen konnte. In -in, ja. Ich glaube, das, das ist krass, war Die krasseste Änderung fand ich jetzt aber eigentlich mit dem äh, Ragen für andere Ability-Checks. Also wenn du die jetzt... All diese Knowledge-Dinger, ja. Also ich glaube aber... War. Ich gehe schwer davon aus, das haben sie nicht gesagt, aber ich gehe davon aus, weil ähm, also es gibt ja schon Primal Knowledge als ja. optional. Das ist jedes Mal, äh, wenn du das Feature bekommst mit Level 3 und mit Level 10, kannst du einen Skill aus deinen Barbaren äh, Proficiency Dingern holen und kannst den quasi Proficient machen. Und der Barbar hat ja. Animal Handling, Athletics, Intimidation, Nature, Perception und Survival. Das, mhm. Ich gehe schwer davon aus, das werden auch die sein, wo er dann quasi mit Strength agieren kann, anstatt mit ähm, anstatt mit dem, was es ist. Weil das würde dann auch Sinn machen. Also ja. Intimidation mit, mit tun, Strength, ich. Nature mit Strength, Perception mit Strength, Survival mit Strength oder Animal ja. Handling mit Strength. Das würde noch ein bisschen mehr Sinn machen. Ich glaube, das wird es auch sein. Also ich kann mir das ja, nicht vorstellen, dass er. Ja. Das ja mit insight check ja, so ein oder so ein arcana check einfach mit yes. Strength, ne? Also, oder ein Religion-Check mit Strength. Hä? Ich meine, so. Das wäre übelst lustig, dazu auszuspielen. Das, es wäre mega, wär mega lustig, ey. Aber es wäre schon ähm, ein dicker, dicker Fragezeichen. Ihr ploppt einfach immer so eine Ader. <lacht> dann, <lacht> dann plötzlich weißt du, was es ist. Wenn dein Name so richtig dran ja. Der <laughs> Mama kommt in die Ecke. Die Lass mich mal kurz ragen hier. Ich mach das. Du weißt ja gar nichts über Zauberei, ey. Man muss mal draufhauen, muss man da. <laughs> einfach so eine Vierergruppe vom ja. und du Rätsel Ich kann einfach Oh ja. und alle ragen, ja. oh fucking hell Anstatt das dann wirklich, da habe ich da habe ich auch so einen coolen Short, äh, da habe ich so einen coolen Short gesehen. Dieses Rätsel mit den zwei ähm, mit den zwei Wachen, der eine lügt, der andere sagt immer die Wahrheit, ne? Und, äh, <laughs> und die versuchen, so der, der Match steht so da, der Mensch steht so daneben und sagt so, ja, ich weiß die Lösung. Und dann guckt er so die Wachen an, die eine ist tot, der Baba hat die geköpft und der Baba fragt die andere Waffe. Ist der tot? <laughs> das ist richtig geil. So typisch äh, Baba, smart. Alter. So typisch Baba, ey. <laughs> ah. Richtig, richtig schön, richtig schön. Und der Mage voll deprimiert, weil er eigentlich wusste, wie er das Rätsel zu lösen hat. Und der Baba killt einfach den einen. Aber auch schön. Ist halt, ist halt, ist halt typisch Baba, ne? Natürlich. So, nach Aufnahme verteilen noch nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und äh, wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so dort, dort, dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und äh, vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, äh, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und ähm, ich freue mich drüber. Dankeschön.